Sia. Ja, ich habe am Dienstag meinen Therapeuten mal gefragt, wie es aussieht wegen Einzeltherapie. Und das Imperium, ja, ich muss 2 Jahre warten. Ne? Hey, also September 2023 plus schön, 2 Jahre. Bevor die Krankenkasse das dann wieder bezahlt. Ne? Habt ihr nun einen sagt er auch, das ist eine Frechheit. Doch, du das ist eine absolute Geld. Frechheit, weil da... und ich sind im Archiv auf einige interessante man Daten ist ja... Präsentieren wir geprüft und bestätigt psychisch krank. Vor Jahrhunderten. Und dann hat man seine 25 Sitzungen, was ein halbes Jahr ist. Und dann 2 Jahre Pause. Santari Cree leitete das Forschungsteam. Was soll das denn? Das ist sie. Die ersten Versuche, durch den Abyss zu navigieren, endeten im Desaster. Natürlich, man macht Fortschritte, es geht besser, bla bla bla. Aber trotzdem braucht man hin und wieder mal jemanden, mit dem man quatschen kann. Mit den Daten seiner Reise erfand Cree den Abyss-Kompass. Das stört mich jetzt schon. Sicher nach Tanalar zu bringen. Dass es halt Nachsorge ist, ne, die Gruppentherapie. Die bauten einen Tempel, genau wie du gesagt hast. Leider endete ich kann da vieles ansprechen, aber nicht alles. Es gibt halt Dinge, die sind halt für Einzelgespräche gedacht und die würden mir bestimmt auch helfen in meiner aktuellen Situation. Aber wegen der Übermacht gab die Republik Tanalar auf. Ist nicht und möglich. Der Rat der Jedi befahl Cree, die Kompasse zu zerstören. Da müsste es eigentlich nochmal ein Gutachten mit Einschätzung geben und daran die Nachsorgezeit das bestimmen. Ja, ja, genau, genau. Sie verbünden sich nicht offen mit genau. anderen Spezies. Anscheinend arbeitet Ravis schon länger schlimm, mit Dingen zusammen als gedacht. Also hat der Orden Jedi geschickt, um die Kompasse sicherzustellen. Und Dagen brachte sie deswegen um. Ein Jedi. Mein klar. Andere Jedi tötet. Es gibt. Aber. Nicht Santari genug Psychologen, sage ich mal, Therapeuten. Vielleicht stimmt das auch, junger Jedi. Trotz aller Bemühungen was ja die Kompasse, bekannt die ist. Gebracht hast, nicht reparieren. Aber trotzdem jedoch kann man doch nicht die Psychologen entlasten, indem man die also Kunden 2 Jahre auf die Bank schickt. Bleiben und uns helfen, aber das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache, jemandem zu helfen. Blick. Weil in den 2 Jahren bricht wieder alles, das ist alles zusammen. 100%. Wenn man keinen Halt hat, da bricht wieder alles zusammen. Jo, da kannst du dann noch jemanden bezahlen für Privatstunden. Da bist du dann 150 Euro pro Sitzung los. Wie oft willst du das machen? Wer kann sich das denn leisten? Das ist eine Frechheit. Es tut mir leid, mein Freund. Das ist eine Frechheit. Auf Jeddah mit Sia. Aber ich gebe ja dir einen Datenstick, damit du auf unsere Daten Zugriff durch hast, wo immer dich deine Reise hinführt. So, und liebe Leute, die kein Abo oder Abonnent sind, wir sehen uns das, nach der Werbung. Bye bye. Einzigartig. Überlebende. Im Kampf ja, gegen so das Imperium, das uns die Familien genommen hat. Ja. So ist es. Dank dir weiß ich bin nicht allein. Aber das Problem ist ja komplett gesellschaftlich. Wenn von oben nach unten doch mehr Rücksicht auf die Leute genommen werden würde, könnte man noch mal einiges vermeiden. Definitiv. Sagte, vielleicht hast definitiv. Du da ist dann wieder gefunden. Geld regiert die Welt, ne? Wenn wir einen Weg finden. Der alte Spruch, den man kennt. Es ich ist begleite dich. Einfach so. Außerdem ist es schon ja, von wegen viel Geld so macht her, mich glücklich. Wenn ich das stehen auf psychologische Betreuung ziehe, dann macht Geld glücklich. Dann sonst kann man sich das nicht leisten. Guck mal, 150 Euro. Einmal die Woche. So, da hast du Monate, die haben 4 Wochen. Da bist du dann bei 600 Euro. Da hast du Monate, die haben 5 Wochen. Da bist du bei 750 Euro. Also, das kann nicht mehr der Mittelstand bezahlen. Da brauchst du Kohle für sowas. Aber das letzte Hemd hat auch keine Taschen. Dem ist es egal, wie viel Schotter du im Leben gehabt hast. Ja, 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 klar. Das meine ich ja gar nicht. Davon rede ich gar nicht. Mitnehmen kannst du nichts. Drücken. Drücken. Und das ist das. Aufpassen. Absolut aufpassen. Oh, ist nicht abgestürzt gerade. Schon mal gut. So, schnell rein und weg.
Moin. Glaube ich nicht voll. Wir müssen verreisen. Jetzt, wo Maren bei uns ist, geht's zurück nach Coruscant. Komm. Genau. Kurs auf Cobalt. Nicht neu und auch von den Fortschritten her schnell und viel gelernt damals. Ja, absolut. Absolut. Mein Problem ist nur, also durch die ganzen Kram ist mein Gedächtnis ja noch schlimmer geworden, als es eh schon war. Mein kleines Ostfriesenhirn. Und das ist immer noch schlimm. Ich sitze an der Nachsorge und da kommen Themen, die haben wir, also die bearbeite ich seit 5 Jahren in meinem Kopf und ich kann mich nicht daran erinnern. Und das ist ja der gleiche Therapeut, den ich seit 5 Jahren habe. Und dann wirft er mir immer so einen kleinen Wink hin, ne, so irgendein Stichwort oder so, was die anderen dann nicht merken. Und dann macht es auf einmal Klick. Ne, ich brauche dann das Beispiel, was wir damals verwendet haben, damit ich wieder auf die Lösung komme. Und das ist halt das, ne? Man vergisst viel, was man tun kann, wenn was passiert. Und dann ist man froh, wenn man eine Nachsorge hat. Oder einen Einzeltherapeuten oder so. Und das ist halt das Schlimme, wenn man da 2 Jahre Pause machen muss. Ich habe aktuell auch viele Lücken, wenn ich über etwas nachdenke. Boah, das ist die Hölle, oder? Das ist so nervig. Kerl, zum Glück bist du zurück. Hier war was los. Einfach furchtbar. Ist irgendwas passiert? Die Raiders besuchten uns wieder. Ihnen gefiel der neue Droide. Sie. Weggeschnappt. Sie haben sie mitgenommen. Das war ein Droid-Napping. Ich hoffe, mein Salon steht noch, Tony. Ich wette, das ist alles deine Schuld. Ich bin unschuldig, Meister Grease, ganz ehrlich. Es war Dagon. Er will nach Tenalor. Mit sie hat es wohl mehr auf sich, als wir dachten. Vielleicht versteckt in ihren Speicherbänken. Wir müssen sie retten. Er wird sie verschrotten, sobald er hat, was er will. Es wird nicht leicht, sie zurückzuholen. Die Raider-Basis ist im Sumpf. Sie haben ein altes Lukahal-Kampfschiff aus den Klonkriegen. Schon gesehen. Ich frage mich nur, warum da irgendwas so belastet sein sollte. Genau, auf einmal. Sie hat recht. Da läuft Zeit, nichts im Hintergrund. Na, das hört sich doch toll an. Sie haben, was Sie wollten. Jetzt sind Sie in Ihrer Festung und fühlen sich sicher. Droid-Napping. Sie werden es nicht erwarten. Vielleicht nicht. Gleich aber liegst du falsch. Werden Sie Rache vorschlagen. Wollen. Ja, genau. Keine Sorge. Ich werde sehen nach Grease und den anderen. Ganz sicher? Ihr zwei schafft das schon. Lass ihn nur nicht ohne Aufsicht schwimmen. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Schöne Axt. Ich bin Mosey. Maren. Aha, da geht was, da geht was. Voraus. Wir sehen uns. Aber denk dran, Dose auf Dose rappelt. Nee. So. Hallo, hallo. Rette sie aus dem Lurker-Hulk. Lurk-Hulk? Jo. Ist ein Stück. Da war ich aber schon mal. Kann man da nicht schnell reisen? Geht das? Nee, ne? Das geht gar nicht. Das ist wie mein Kochrezept, genau. Was ein Gespräch, oder? So geil. Voll cool. Was war das? Navigationshilfe? Ja, da lang. Ja, komm. Wir holen uns mal so ein Chocobo und reiten mal dahin. Chocobo. Boah, das läuft nicht flüssig. Das ist echt überlastet, hä? Warte mal. Dass er nicht wieder abstürzt. So. Kurz die Lage checken. Was war das? Achso, ja, das ist hier. Wir sind da. Da rechts rum waren wir noch gar nicht. Warum? Boah, ist dunkel. Was ist denn hier? So. Komm, wir machen mal Licht an. Okay. Macht jemand.
Hier waren wir echt noch nicht. Licht. Man merkt sofort, dass Raytracing fehlt, oder? Seht ihr das auch? Oder bin ich einfach nur so eine verwöhnte Grafik-Bitch? Was? Ah, ist ein Fahrstuhl, ne? Da ist eine Kiste. Also ich glaube nicht, dass wir hier schon mal waren. Lässt du das Licht an? Ausrichtungskontrollzentrum. Oh. Was das wohl ist, Kumpel? Okay, wir müssen noch ein paar Sachen mehr ausrichten anscheinend. Boah, sieht aber schon creepy aus hier drin. Jetzt gelandet. Oh cool, haben wir direkt ein Rätsel. Das ist also euer Königreich. Ich arbeite mit vielen begabten Wissenschaftlern. Niemand ist so talentiert wie ihr, Santari. Dennoch stecken wir in einer Sackgasse. Vielleicht bringt ihr mir das dringend erforderliche Glück. Nicht mal so schlecht für eine verlassene Anlage. Ja. Vor allem, wo haben die Strom her? Okay. Aber muss ich da im richtigen Moment dann noch mal drücken? Nein. Okay, anscheinend müssen wir da drei Gerätschaften in die richtige Position bringen. Da fehlt uns der Laser, oder? Oder können wir? Doch, wir können das doch. Der Kleine kann das doch. Ah, nee, der kann das nur weiterführen. Oh. Okay. Ich glaube, das Rätsel hat sich schon erledigt. Alter, es fühlt sich an, als ob da was auf meinem Kopf krabbelt. Bestimmt schon seit 2 Stunden oder so. Immer an derselben Stelle. So, okay. Da drauf schießen oder so? Wie wechsle ich? So. Wie schieße ich? Oh, oh, oh. So auch nicht. So. Ich kann nur nicht zielen. Okay. Nehmen wir wieder das Dingen. Können wir erstmal nichts tun. Ich vermute mal, dass wir da später dann irgendeine andere Fähigkeit dazu gewinnen müssen. Oder können wir hier jetzt irgendwas aktivieren, drücken, machen, tun? Nein. Okay. Ich vermute mal fast, dass das hier
Ausschnitte sein sollen von der Karte, wo wir weitere Dinge finden, die wir grün schalten müssen. Okay, dann ist das jetzt noch nicht für uns relevant. Sag ich mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Dann gehen wir hier mal wieder raus. So. Wenn wir da runter jumpen, kriegen wir die Kiste, aber so geiern müssen wir jetzt auch nicht. Warum ist es jetzt so dunkel? Ist ja übel. Okay. So, unser Reittier. War das nicht nach oben? Das ist das, ja. Ich hätte schwören können, dass es nach oben drücken. Das Reittier rufen. Ah, komm. Ah, schöne Galaxie da oben. Nice. Aha. Schon okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Da unten ist ein Reittier. Ein Chocobo. Da waren wir doch. Ne, da waren wir nicht. Oh, das ist ein Gerücht. Okay, das können wir dann mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. Würde ich sagen, gehen wir mal hier runter. Verletzen uns nicht dabei. Checken mal die Lage ein bisschen aus hier. Ah, okay. Oh ja. Samen. Samen. Was meinst du, BD? Sollten wir die zurück zum Garten bringen? Hallo. Wer sagt da Hallo? Oh, da oben ist eine Kiste. Pass auf. Da. Adlerauge, sei wachsam. So, was ist das hier? Zu ist es. Boah. Ja, jetzt müssen wir... Ah, da steht tatsächlich jemand. DDEC. Ein ehemaliger EC-Kartenleser. Lesegerät. Auch wegen der Geräuschkulisse hier? Hallo zurück. Ich habe gehört, hier oben sammelt jemand Audio-Samples. Genau, Mann. Didi ist begeistert von den Rufen dieser Gleiter. Klingt großartig. Weißt du, Pylon Saloon unten im Außenposten braucht dringend etwas Live-Entertainment. Vielleicht keine schlechte Idee. Didi schwört, dass ihn eine der Bestien schon schief angeschaut hat. Das ist der DJ. Okay, einverstanden. Wir sehen uns im Außenposten. Man sieht sich. Cool. War das das Gerücht schon? Ja, das war's. Beautiful. So, und wir müssen... dahin. Oh, ich höre Schüsse. Da oben mit geschossen. Hier haben wir noch Samen. Wir sollten sie in den Garten bringen. Ja, jetzt aber nicht. So, was ist hier los? Warum schießt ihr? Oh, oh, oh.
Alle klar. Reittier. Komm her, kleiner Chocobo. So. Ich glaube, hier müssen wir lang, ne? Oh, ein blauer. War der blau? Ja. Schön blau. Danke für den Ausritt. Bleib stehen. Schön. So. Wir sind auf dem richtigen Weg, ne? Ja. Dann gehen wir hier links rum hoch. Ja. Machen wir. Ah, kommt mir bekannt vor. Ja, da müssen wir noch da unten mit dem Gleiter gleiten. Mit dem Flugviech. Das haben wir doch probiert, als wir hier das erste Mal hergekommen sind. Und wussten nicht, wie es geht. Müssen wir vor allem erstmal gucken, wohin. Einfach so darüber ist vielleicht gar nicht so möglich. Wir checken mal die Lage. Einfach mal gucken. Okay. Ah ja, wir sind dahin. Und dann wussten wir nicht weiter, ne? Lavaspalte. Ist jetzt aber jetzt nicht unbedingt. Ja, ja, genau. Und dann sind wir da hinten rumgegangen, anstatt hier weiter. Oh, oh. Falscher Knopf gedrückt. Okay, und weiter geht's. Wow. Ach nee, das Stück war das. Da waren wir doch schon, verdammt. FBI, open up! Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Na, wie ist die Lage? Ah, guck mal, da müssen wir sogar hin. Ja, wir können jetzt durch die grünen Wände. Stimmt. Ja, soweit ganz gut. Soweit ganz gut. Hoffe bei dir auch. Überlegen. Ja. Danke, Trinkwärter. Ja, bei dir alles gut. Das ist schön. Das ist wunderbar. Und dann brauchen wir wieder so eine Kugel. Also im Dunkeln sieht das hier alles ganz anders aus. Ich sage halt nur. Das muss ich echt überlegen. Wie ging es hier denn weiter? Da kam das Vieh. Wie sind wir denn? Ach ja, ja, ja. Da kann man hochklettern. Stimmt. Also ich nenne es mal klettern. Moin. So, hier können wir jetzt endlich durch. Und zwar war das so. Ja, Licht. Na? Habt ihr da Geräusche gehört eben? Nein. Gehen wir da mal gucken, ne?
Tja, da wären wir. Ich sehe dich, ich komme zu dir. Jetzt bin ich gleich geschehen können. Hat man dich gesehen? Mich? Unsinn. Womit haben wir es zu tun? Siehst du den Druiden irgendwo? Irgendein Wartungsgerüst. Könnte ein Zugang sein. Eine bessere Option sehe ich nicht. Mhm. Pin gescheitert. Okay, ja, sondieren nicht. Wir den Weg hinüber. Zum Lukahalk geht's durch diesen Sumpf. Für dich vielleicht. Willst du mitfahren, BD? Bebop.